Ja, heute mal eine kleine Übersicht über unser Folding Rom Projekt der schweigenden Mehrheit und wieso der Stand ist. So. Ja, war mal ein Sauna, hier ist nicht mehr so sehr viel von übrig, aber hier läuft Klitsche Nummer 1. Okay, Prozessor alt und scheiße. 32, nee, ich weiß nicht, 64 GB SSD drin. Also, ja, es ist Restmüllverwertung, ich gebe es zu. Aber hier ist ein Pentium-Prozessor Gold drin und der rechnet wirklich ununterbrochen für Corona. Den benutze ich sonst nur immer aus, wenn ich neue Software austesten will, kommt die nicht gleich auf so einen Haupt-PC, kommt sie da drauf, installiert, ausprobiert, wieder entfernt, wenn ich weiß, ob ich sie haben will oder nicht. Das ist also der erste Rechner, mit dem ich eigentlich auch losgelegt habe. Einstand übrigens im Stall, deswegen diese komische Örtlichkeit da. Das ist der Stall, der gehört sozusagen meinen Eltern und uns. Ist außerhalb des Hauses und da kommt immer so rein, was ich nicht dringend brauche. Das wurde dann Rechner 12. Rechner 12, schön wär's. Rechner 2, der war auf der Arbeit übrig, sollte entsorgt werden. Ja, alte Kiste, der rechnet auf Linux jetzt, da läuft ein Debian drauf. Mit einer fetten 32 GB SSD, die ich irgendwo noch rumliegen hatte, weil ich die natürlich ohne Festplatte gekriegt habe. Da sind da Daten von der Firma drauf, die will ich nicht mal zu Hause haben. Aber man sieht, auch er rechnet vor sich hin, wenn auch in eher gemächlichem Tempo, muss man natürlich klar sagen. Aber bevor er in Schrott kommt, wo er nämlich hin sollte, er rechnet hier gegen Corona. Jetzt, nachdem der andere Rechner im Stall ist, ist jetzt hier noch ein Rechner dazugekommen. Ein uralter Dell, der ebenfalls in den Müll sollte. Man sieht es, ein i3, also jetzt auch wieder eher bescheiden Ausstattung. Da kommt nachher ein Ubuntu drauf. Jedenfalls versuche ich mal, ob es ein Ubuntu drauf zum Laufen kriegt. Und das wird dann Rechner Nummer 3, der jetzt für die Corona oder gegen Corona rechnet. Also, Carsten, Rollspielkalle und auch Platz 2, ne, reißt euch zusammen, ich komme jetzt, ich rüste jetzt auf. Zwar mit alten Rostschrott, der aber bevor er in den Müll kommt, kann er noch ein bisschen gegen Corona rechnen. So, das ist der hübsche Rechner, der im Stall zu sehen war. Der läuft hier auf Primo Desktop. Moment. Und er rechnet fleißig. Wie man sieht, bin ich jetzt bei 599.000. So richtig habe ich das alles nicht begriffen. Aber das macht nichts. Zwei CPUs rechnen ununterbrochen vor sich hin. Hier sieht man auch, wir haben es geschafft. Das bin ich, das ist uninteressant. Aber hier, die schweigende Mehrheit ist mittlerweile unter. Schubi Schubi Dubi. Grandscore. Da, 8.927. Also wir sind schon unter den Top 9.000. Rollspielkalle, klar vorne. Ich glaube, der benutzt die Rechner von seiner Firma, die fiese Motte. Mark GCN ist dann so, naja, ein gutes Stück, aber trotzdem guter zweiter Position, bevor ich dann an dritter komme. Aber wie ich dir gezeigt habe, ich habe jetzt aufgerüstet, kommt noch ein dritter Rechner dazu, weil der Dimennicus Anonymous, der holt auch langsam auf. Also so langsam muss ich aufpassen. Aber man sieht, wir sind 3, 6, 9, 12, 15, 16. Wobei die letzten das wohl nur probehalber mal gemacht haben, gehe ich von aus. Aber so die ersten 4, 5, 6, die sind da schon noch dabei. Und das ist jetzt das Notebook, das läuft. Ich habe da drauf mal einen Debian-Presstreiber raufgeschmissen. Ich werde kein Linux-Fan mehr. Wenn ich auf System klicke, fliegt er mir ganz weg. Deswegen auf CPU kann ich immerhin klicken. Core to Do, sowas gibt es tatsächlich noch. Also ein ganz fettes Teil. Und man sieht da 2 GB Hauptspeicher. Hammer, oder? Storage hat er da mal gar nicht und Hardware hat er auch nicht. Naja, es ist so, ist halt Linux. Ne? Man sieht aber. CPU-Verlauf ist im Moment gar nichts. Ich weiß gar nicht warum. Eben war noch volle Lotte hier. Aber die müsste ganz gut laufen. Aber ich traue diesen Anzeigen bei Linux jetzt eh nur so bedingt. Auf jeden Fall. Ach nee, ist ja auch 100% CPU-Verlauf. Das ist ja auch korrekt so sogar. Ne? Also der läuft hier in Vollpower vor sich hin. Auch wenn er natürlich punktemäßig jetzt sicherlich nicht so der Burner ist. Aber ne, bevor er rumgammelt und weggeschmissen wird. Ja.
Und wie gesagt, als letztes steht da unten im Keller jetzt einer, der neu dazugekommen ist. So ein uraltes Dell Plexi-Blups irgendwas. Den werde ich jetzt mit Ubuntu bestücken, zumindest versuchen. Und dann kommt der auch noch dazu. Also, wer immer noch mal Bock hat, was gegen Corona zu machen und über einfache Dinge wie dieses Folien Home, der gerne auch in unserer Gruppe, Team-ID seht ihr da oben, 62336, könnt ihr euch einfach anmelden. Und dann gib ihn. Das mal als Zwischenstand. Eine Änderung hat sich doch mal gegeben. Auf dieses süße Schätzchen kommt jetzt doch Windows drauf, weil liest euch im Netz, sucht einfach mal nach Ubuntu Folding Home Dependencie. Denn ab fuck, was da machen soll's, um das zum Laufen zu kriegen, das ist so absurd. Nee, dann lieber Windows.